Lord Pappnase. Hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zum Gothic 2 Let's Play inklusive die Nacht des Raben hier auf meinem Channel. Kleine Info, falls ihr das auf dem Hauptchannel seht, switch doch noch rüber auf meinen Let's Play-Kanal. Würde mich sehr freuen, wenn ich euch da ab jetzt begrüßen darf. Ihr wisst schon, was ich meine. Und wir starten heute mit die Nacht des Raben. Viele von euch haben es sich ja gewünscht. Und ich habe so ein bisschen mit mir gehadert. Aber ich dachte, ich hätte mal wieder Bock auf so einen ganz wirklich normalen Standard-Run, so wie ich es eigentlich immer spiele und nicht irgendwie einen Challenge-Run, wo ich mir überlegen muss, sondern einfach einen gemütlichen Run mit euch zusammen erleben in die Nacht des Raben. Persönlich für mich, weil auch viele nach Classic gefragt haben, ich persönlich finde Classic nicht mehr so gut. Die Nacht des Raben macht für mich das Spiel einfach nochmal ein bisschen runder, einfach die neuen Fertigkeiten, wie die verteilt sind. Die Wassermagier werden cool eingebunden. Und ich mag ja auch das Tal der Erbauer, von daher. Wir schauen da mal rein. Ich habe einige Sachen mir, zwei, drei Patches installiert. Und zwar, zum einen, wie ihr schon sehen könnt, dauerhaftes Rennen. Werde ich allerdings nur benutzen, um schneller über die Insel zu kommen. Ich werde es nicht benutzen, um irgendwie durch Gegner zu kommen oder von Gegner schnell wegzukommen. Und dann habe ich mir noch Quick Loot installiert und ein paar schöne Grafikpatches. Aber wir schauen jetzt einfach mal rein und legen los mit die Nacht des Raben. Ich bin hyped. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Let's go, liebe Leute. Erstmal einen Schluck trinken. Ein einzelner Gefangener hatte das Schicksal von Hunderten geändert. Aber er zahlte dafür einen hohen Preis. Oh, Gänsehaut, Guys. Hatte den Schläfer besiegt, die Barriere zerstört. Doch während alle anderen Gefangenen entkamen, blieb er in den Trümmern zurück. Ich war es, der ihn gegen den Schläfer entsandte. Ich bin es, der ihn jetzt von dort zurückholt. Er ist schwach und er hat vieles vergessen. Aber er ist am Leben. Er ist zurück. Ah, ich fühle es am ganzen Körper. Und jetzt die Nacht des Rabens. Sehr schön. Sehr schön. Ich stelle mir mal den Stuhl hier auf. Leute. So. Ich glaube, so ist gut. Jawohl. Da bist du ja wieder. Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns nochmal wiedersehen. Ich fühle mich, als hätte ich 3 Wochen unter Steinen gelegen. So war es auch. Nur die Magie deiner Rüstung hat dich am Leben gehalten. Ich hatte schon befürchtet, dich nicht mehr aus den Trümmern des Tempels befreien zu können. Aber genug davon. Jetzt bist du ja hier. Es gibt eine neue Bedrohung, um die wir uns kümmern müssen. Ich habe den interessanten Soundbug in Xardas Turm. Und wir müssen noch Untertitel einstellen. Das mache ich jetzt gleich nach dem Gespräch mit Xardas. Nach dem Fall der Barriere und der Verbannung des Schläfers ist Velias Zorn noch größer geworden. Ein mächtiges Artefakt wird wieder auf diese Welt zurückgeholt werden. Wenn der Gott der Finsternis seine Schergen auf die Suche schickt. Diese Suche hat längst begonnen.
Belias Schergen entweihen die ältesten Heiligtümer der Götter. Die Wächter dieser heiligen Orte sind erwacht und ihr Zorn lässt die Erde erbeben. Alle mächtigen Magier auf dieser Insel spüren diesen Zorn. Und einige von ihnen sind mit Sicherheit schon dabei, der Bedrohung entgegenzutreten. Verbünde dich mit ihnen. Nur so können wir Belia Einhalt gebieten. Genug Zeit haben wir ja jetzt. Ich habe es geschafft. Der Schläfer wurde verwandelt. War der Soundbug ist echt nervig. Du hast ihn besiegt. Falls jemand weiß, wie man den behebt, gerne in die Kommentare den damit. Den Krieg, der jetzt folgt, können wir nicht mehr aufhalten. Der Schläfer hat mit seinem letzten, wutentbrannten Schrei die Armeen der Finsternis in Bewegung gesetzt. Es war ein Befehl an alle bösen Kreaturen, ein Wort der Macht, dem sie alle gehorchen mussten. Sein letzter Befehl war, kommt. Und sie kamen, alle. Sogar die Drachen. Drachen. Drachen? Es sind Kreaturen von uralter Macht. Ich kann ihre Gegenwart spüren, selbst hier. Und sie haben eine ganze Armee von niederen Dienerkreaturen um sich gescharrt. Wo ist diese Armee jetzt? Die Armee lagert nicht weit von hier, im Minental von Korinnes. Und sie bereitet sich auf den Angriff vor. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Mhm. Was können wir tun? Diesmal schaffen wir es nicht alleine. Nur die Macht Innos kann uns gegen die Drachen helfen. In der Stadt Korinnes, nicht weit von hier, lagert eine Gruppe von Paladinen. Sie verfügen über ein mächtiges Artefakt, mit dessen Hilfe wir die Drachen besiegen können. Sie nennen es das Auge Innos. Du musst dir dieses Artefakt besorgen. Mach ich. Berichte den Paladinen von der Bedrohung. Du musst ihren Anführer überzeugen, uns zu helfen. Und sobald du mit ihm gesprochen hast, musst du das Artefakt Belias finden. Es ist das Gegenstück zum Auge Innos. Es darf nicht in die Hände des Bösen fallen. Okay. Ich gehe mal auf Ende. Ich werde so ich höre mir gleich noch ein paar Dialoge an. Keine Gut. Sorge. Und eines noch. Verrate niemanden, dass du mit mir gesprochen hast. Vor allem keine Magier. Seit ich ins Exil gegangen bin, hält mich der Kreis des Feuers für tot. Und das ist auch gut so. Kapitel 1. Die Bedrohung. So, ich laufe hier gleich mal an den Buchständer. Ich hole mir hier die extra 25 Erfahrung. Sehr gut. Jetzt muss ich mal gucken, wie ist die Steuerung? Die Steuerung ist ja fast richtig eingestellt. Aber wir wollen ja auch noch Untertitel. Achtung, wo finde ich denn hier? Untertitel will ich auf jeden Fall. Rest passt. Ich bin tatsächlich jemand, der spielt immer mit Gothic 1 Controls. Ich mag die Gothic 2 Controls irgendwie nicht so gerne. Weiß ich gar nicht. Und Steuerung. Da brauche ich noch seitwärts hier und ja. So ist, glaube ich, perfekt. Ja. Okay. Schnabulieren wir uns hier mal die Steintafel. Und mal gucken. Quick Loot funktioniert auch. Also wie gesagt, ich hab mir hier Quick Loot und die Rennen-Mod installiert. Jetzt muss ich nur gucken, auf welcher Taste ist denn das Rennen? Gut vorbereitet. Ja. So. Und jetzt können wir quasi so schnell rennen, als hätten wir einen Trank der Geschwindigkeit. Ich finde das für Quality Time eigentlich ganz nice. Ich weiß, manche sehen es so ein bisschen als Cheaten an, weil man dadurch keine Tränke der Geschwindigkeit braucht. Aber wenn man Gothic zum 100. Mal durchspielt, dann ist das schon okay, finde ich. So, wir öffnen mal das Gatter da hinten. Holen uns noch das Zeug. Und auch Quick Loot ist ja schön. Damit spart man sich ein bisschen Zeit. Das finde ich auch sehr, sehr angenehm. Hey, in vielen Momenten. Hui, wir haben noch ein paar Dialoge. Hier Steintafeln. Kannst du mir etwas über diese Steintafel sagen? Ich hatte erst die Vermutung, dass es sich dabei um ein magisches Artefakt handelt. Aber letztlich bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es nicht von großer Bedeutung ist.
Ich habe den Sinn dieser Tafel nicht gänzlich entschlüsseln können, aber es scheint sich um die Geschichte einer sehr alten Kultur zu handeln. Wenn du die Tafel haben willst, dann soll sie dir gehören. Ich habe keine Verwendung dafür. Dankeschön. So, was ist denn jetzt eigentlich dieses Auge Innos? Erzähl doch mal. Was genau ist das Auge Innos? Es ist ein Amulett. Der Sage nach hat Innos selbst einen Teil seiner Macht in dieses Amulett gelegt. Es wird dir einen Teil deiner verlorenen Kraft wiedergeben und uns helfen, die Drachen zu besiegen. Und es hat noch einige andere verborgene Fähigkeiten. Doch dazu mehr, wenn du das Amulett hast. Mhm. Warum sollten mir die Paladine das Auge Innos geben? Weil du derjenige bist, der dazu bestimmt ist, es zu tragen. Woher willst du das wissen? Es gibt eine Reihe von Gründen. Der wichtigste ist, du hast den Schläfer besiegt. Stündest du nicht in der Gunst der Götter, wirst du jetzt tot. Nehmen wir mal an, du hast recht und ich bin dazu bestimmt, das Auge Innos zu tragen. Woher wissen die Paladine, dass es so ist? Das Auge sucht sich seine Träger selbst. Sobald du es in die Finger bekommst und es dir anlegst, werden die Paladine nicht mehr an deinen Worten zweifeln. Na dann. So, ja. Ich brauche Waffen. Ich kann dir nur das Wenige geben, was ich hier habe. Sieh dich in meinem Turm um. Alles, was du gebrauchen kannst, gehört dir. Woher bekomme ich bessere Ausrüstung? Der nächste Ort, an dem du bessere Waffen und Rüstungen bekommen kannst, ist die Stadt Korinis. Aber unten im Tal findest du einige Heilpflanzen, die dir helfen werden, wenn du im Kampf verwundet werden solltest. Direkt vor meinem Turm ist ein See. Von dort aus gibt es einen versteckten Zugang zum Tal. Oh, ich wusste gar nicht mehr, dass er das auch erwähnt im Dialog. Stimmt. Wo genau sind wir hier? Wie ich bereits sagte, in der Nähe der Stadt Korinis. Ich habe meinen Turm hier neu errichtet. Aber es ist erst wenige Tage her, dass wir uns das letzte Mal im Minental gesehen haben. Die Diener, die ich rief, um meinen Turm zu bauen, haben ganze Arbeit geleistet. Sollten eine Gehaltserhöhung bekommen. Okay, dann lesen wir hier mal noch das zweite Buch. Weil das gibt auch nochmal 25 Erfahrung. Sehr schön. Und dann legen wir uns erstmal ins Bettchen. Denn wir haben ja Zeit. Kein Druck oder so. Drachen. Who cares? Nee, das mache ich natürlich jetzt für die Belia-Statue. Für die 500 extra Gold. Und genau, das passt soweit alles. Gehen erstmal nach oben. In Xardas Turm. Und sammeln da natürlich auch noch alles ein. Und die Bücher wollen wir natürlich uns auch alle kurz angucken. Weil die geben auch nochmal jeweils 25 Erfahrung. Ich habe mir überlegt, dass ich in dem Spieldurchlauf Magier werden möchte. Einfach damit wir die Quests für die Stadtwachen machen können, die Quests der Söldner und dann doch trotzdem ins Kloster gehen. Ich will aber auch ein bisschen auf Nahkampf gehen. Ich gehe meistens, wenn ich Magier spiele und kein Vollblutmagier mache, gehe ich noch ein bisschen auf Dex, damit ich den Meisterdegen führen kann. Und ich denke, das werden wir hier auch genauso machen. Und dann schauen wir einfach mal, wie es läuft. Da war die Belia-Statue. Ich war kurz verwirrt. So, beten. Jawohl, ja. Und da haben wir unsere 500 Startgold, was natürlich für den Anfang wundervöllig ist. Und das passt soweit. Okay. So, dann springen wir mal hier runter. Ich hoffe, ich sterbe nicht gleich zu Beginn. Schön immer abspeichern. Wobei Gothic durch die Community-Patches ja mittlerweile sehr, sehr stabil läuft. Also ich hatte sehr, sehr lange keine Abstürze mehr, muss ich sagen. So, Feuerpfeil, Mana-Essenz. Ich rüste den Feuerpfeil direkt mal aus. Weil den kann ich gleich sehr gut gebrauchen. Meine Nase juckt heute so unglaublich. Ich brauche einen professionellen Nasenkratzer. So. Runen werde ich, glaube ich, manuell looten. Einfach, damit ich aktiv mitkriege, was ich denn einsammle. Okay, nochmal ein paar Feuerbälle. Sehr schön. In Regalen die ganzen Fackeln mal mitnehmen. Und natürlich die Kräuter hier. Das ist natürlich Quick Loot auch super angenehm. Die ganzen Kräuter mitzunehmen. Super.
So. Liegt auch noch ein bisschen Gold, nehme ich natürlich auch mit. Und dann gehen wir mal auf die große Reise nach Corinnes, Leute. Ich hab irgendwie Bock. Es ist mal wieder was Schönes, einfach nicht so einen Challenge-Run zu machen. Einfach mal wieder einen gemütlichen Run. Schön gemütlich. Hier die Butlerfleisch nehmen wir natürlich auch mit. Und wir holen uns hier beim Schaf die erste Kampf-XP. Wenn es nicht wegläuft. Hier geblieben. Ja. Boah. Das war knapp. Das wäre fast entkommen. So, Dolch, Wacholder. Und dann gehen wir mal Richtung Wasserfall. Denn da gibt es noch was Schönes zu holen an der einen Ecke. Ich will mir da nämlich den Bogen holen. Der hier gleich liegt. Hier in der Ecke. So, da liegt das Zeug. Und da liegen auch ein paar Spruchrollen. Feuerpfeil. Noch mehr, sehr gut. Und die ganzen Pfeile. Und den Bogen rüsten wir raus. 7 Pfeile, das passt. Und den Gürtel der Kraft lege ich gleich mal an. Der bringt mir plus 5 Stärke. Das heißt, ich kann ein bisschen besser draufhauen. Ich werde auch versuchen, in dem Let's Play alles zu machen. Alle Quests. Und die Welt, so gut es geht, leerräumen. Werd mal schauen, wie gut das klappt. Und wie viel Steintafeln ich vor allem noch eingesammelt kriege. Weil das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Die Steintafeln eingesammelt. Ich hoffe mal, ich finde noch den größten Teil. Ansonsten, ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wenn ich irgendwo was vergessen habe. Würde mich da sehr freuen. Und wir gehen jetzt erstmal hier links. Nehmen uns die Goblins an. Mit dem Bogen sind die auch überhaupt kein Problem. Die können wir da schön, wenn wir nah genug dran stehen, mit einem Schuss killen. Wenn wir den treffen. Das war schon wieder viel zu knapp hier. Und dann auch schön alles einsammeln. Ein Apfel. Auch sehr interessant, wenn man 50 Äpfel, ich glaube, waren es 25 oder 50? Ich glaube, es waren... Waren es 25? Ich glaube, es waren 25 oder 50. Eins von beiden. Wenn man da ist, kriegt man ein bisschen Stärke dazu. Das Ganze, das Gleiche bei Dunkelpilzen. Das heißt, wenn man da ordentlich sammelt und die dann mampft, dann kann man sich ein paar Lernpunkte sparen. Allerdings ist es hier in Gothic 2 die Nacht des Raben, wenn man ohne irgendwelche Patches spielt, leider so, dass Lernpunkte nicht mit einberechnet werden, von der Skillung her. In Nacht des Raben ist es ja so, je weiter man einen Skill skillt, umso teurer wird er von den Lernpunkten her. Und wenn du am Anfang einfach schon sehr viele Boni frisst, zum Beispiel Tränke oder so, dann passiert es leider, dass auch die Lernpunkte dafür teurer werden. Hallo! Uiuiuiui. Kurz nicht konzentriert, ey. Und das ist immer so ein bisschen ätzend. Da gibt es viele Mods, die das abändern. Würde ich auch jedem empfehlen, der mit Gothic 2 heutzutage anfängt. Ich mache vielleicht mal so eine Mod-Empfehlungsliste oder so. Wäre das interessant für euch, so eine Mod-Empfehlungsliste? Ich glaube, das mache ich. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Weil zum Beispiel sowas wie Sprinten oder so habe ich jetzt gerade für Arkolos. Ich habe ja gerade on Twitch Arkolos durchgespielt. Großartige Mod. Benutze ich da ganz gerne und auch Quick Loot. Wenn du einfach so 10 Millionen Items hast und du einfach nur denkst, oh Gott, Gott sei Dank habe ich Quick Loot installiert und muss nicht den ganzen Scheiß einzeln einsammeln. Es ist so ein schönes Gefühl. Nachteil von Quick Loot, man kriegt nicht mehr so hundertprozentig mit, was man einsammelt. Das ist der Nachteil bei manchen Sachen. Aber man muss halt einfach nur aufmerksam sein. Dann kommt man schon gut durch. So, jetzt sind wir hier unten im Tal. Und ich gebe es zu, ich habe dieses Tal erst bei meinem dritten oder vierten Playthrough entdeckt. Ich sag's ganz ehrlich. Das hat ewig gedauert, bis ich das gefunden habe. Und ich war dann immer später verwundert, wo Lester plötzlich herkommt. So, hallo Lester, na, wie geht's? Bist du es? Tatsächlich. Mann, bin ich froh, dich zu sehen. Lester, wie kommst du hierher? Das war eine irre Flucht. Nachdem die Barriere explodierte, bin ich zunächst orientierungslos durch die Gegend gestreift.
Dann habe ich mich tagelang durch die Wälder geschlagen und schließlich dieses Tal hier gefunden. Diego, Milton und Gordon sind noch im Minental. Zumindest denke ich das. Ich bin auf dem Weg nach Korinnes. Was weißt du über die Stadt? Korinnes? Nun, es ist eine Hafenstadt, nichts Besonderes. Warum fragst du? Ich muss zu den Paladinen, die sich in der Stadt befinden sollen. So, tatsächlich. Du kommst doch noch nicht mal in die Stadt hinein, geschweige denn zu den Paladinen. Hallo, ich krieg das hin. Hast du einen Vorschlag, wie ich in die Stadt komme? Allerdings. Ich habe vor einiger Zeit für einen alten Alchemisten namens Constantino gearbeitet. Er ist sehr einflussreich in der Stadt und hat die Torwachen angewiesen, jeden zu ihm zu lassen, der ihm seltene Kräuter verkaufen kann. Im Grunde ist es ganz einfach. Du sammelst ein großes Büschel Pflanzen, die hier überall wachsen, und gibst vor, für Constantino zu arbeiten. Dann werden sie dich passieren lassen. Sammel aber nicht alles durcheinander. Die Stadtwachen sind ein bisschen dämlich und haben keine Ahnung von Alchemie. Nun. Das Büschel muss schon für sie nach etwas aussehen, wenn du damit durchkommen willst. Ich denke, 10 Exemplare ein und derselben Pflanzenart sollten reichen. Danke für den Tipp. Was ist passiert? Nachdem der Schläfer besiegt wurde, hat die gesamte Bruderschaft den Verstand verloren. Ohne ihren Meister waren sie alle nur noch leere Hüllen. Und du? Was ist mit dir? Mir ging es genauso. Ich hatte Albträume und sogar Halluzinationen. Aber ich bin geflohen, als ich wieder einen einigermaßen klaren Kopf hatte. Einmal glaubte ich, einen großen schwarzen Schatten zu sehen, der sich auf eine Gruppe Flüchtender stürzte und alles in einer riesigen Feuerwolke verbrannte. In dem Moment dachte ich wirklich, Quatsch. Ein Drache wäre gekommen, um mich zu töten. Das kann ja gar nicht sein. Hast du noch mehr gesehen? Nein, ich habe die Beine in die Hand genommen und bin gerannt. Wie lange versteckst du dich schon hier im Tal? So genau weiß ich das nicht. Aber ich schätze mal eine Woche vielleicht. Aber da ist noch eine Sache. Als ich hier abends ankam, habe ich mich oben auf dem Berg umgesehen. Da standen nur ein paar Bäume. Und als ich am nächsten Tag gucke, steht auf einmal dieser Turm da. Ich schwöre dir, der war vorher noch nicht da. Seitdem habe ich das Tal nicht mehr verlassen. Du meinst Xardas Turm? Ich wusste ja, dass er mächtig ist, aber dass er sogar einen Turm erschaffen kann. Xardas, der Dämonenbeschwörer? Er lebt in diesem Turm? Ich weiß nicht, ob mich das beruhigt. Keine Sorge. Er war es, der mich aus dem Schläfertempel befreit hat. Er ist auf unserer Seite. Ja, das ist er. Du musst Xardas von dem Schatten berichten. Es könnte wichtig sein. Du glaubst, es war keine Einbildung? Du meinst, da war wirklich ein... Drache, ja. Du steckst doch schon wieder mittendrin. Habe ich recht? Mittendrin würde ich nicht sagen. Noch nicht. Na schön. Wenn es so wichtig ist, dann werde ich ihn aufsuchen. Aber nicht jetzt. Für den Augenblick werde ich mich ausruhen. Ich bin noch immer erschöpft von der Flucht aus der Strafkolonie. Ich denke, du hast noch viel vor. Wir sehen uns dann später bei Xardas. Alles klar, mach du mal. Du kriegst das hin. Sehr gut. Dann erkunden wir mal ein bisschen das Tal. Das ist ja jetzt nicht allzu groß. Oh shit, da ist auch schon unser Bogen leer. Okay, von Wölfen können wir aktuell nur rohes Fleisch looten. Er hat leider alles vergessen, was er gelernt hat. Ich speichere mal zwischen. Die junge Blutfliege da vorne sollte ich eigentlich schaffen, aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Und wir haben direkt ein Level Up. Geil. Unser erstes Level Up in Gothic 2. Das bedeutet, wir feiern. So, dann kümmern wir uns hier mal kurz um die Riesenratten. Das sind ja drei. Oh shit. Sehr schön. Alles mitnehmen. Lederbeutel, die öffne ich auch gleich. Weil ich kenne mich. Wenn ich das nicht mache, vergesse ich's. Ich vergesse das. Dann stehe ich vor dem untoten Drachen-Endboss und guck so, oh, ich hab ja noch Lederbeutel. Das ist ja jetzt ungünstig. Jedes Mal. Oh, ich habe aus Versehen den Trank getubed. Seht ihr? Ich habe den Trank noch in der Hand. Das heißt, ich habe ihn jetzt immer noch im Inventar. Das wollte ich nicht. Ich mache schon wieder Glitches, ohne dass ich es will. Das ist das Speedrunner-Gen. So. Nehmen wir hier die ganzen Heilpflanzen noch mit. Das rostige Schwert. War das eigentlich besser? War besser, aber ich brauche halt auch deutlich mehr Stärke. Lohnt sich jetzt aktuell noch nicht. Okay. Dann schauen wir hier mal weiter.
Mehr gibt es ja auch, glaube ich, jetzt erstmal nicht. Da vorne ist noch so eine kleine Stelle. Da wachsen, glaube ich, noch Heilkräuter und Feuernesseln, 2, 3 Stück. Die nehme ich noch mit. Und dann töte ich noch die restlichen Wölfe, die da rumlungern und Ratten. Und dann sind wir mit dem Talkessel auch schon fertig. Weil ich glaube echt, dass es hier jetzt für den Anfang nicht mehr gibt. Mehr. Ey, ich fühl's gerade. Ich fühl's gerade richtig, wie ich Bock auf Gothic 2 hab. Ich bin schon wieder im Hype. Aber Videospiele spielen macht mir zurzeit eh mega viel Spaß. Ich habe jetzt gerade Elden Ring für mich entdeckt. Ist auch ein großartiges Rollenspiel. Kann ich nur jedem empfehlen. Oh oh. Schaffe ich hier einen zweiten Wolf noch? Mit dem HP? Ja, das geht doch easy. Das geht doch easy. Ja, genau. Hier wuchsen noch mal ein paar Heilpflanze, Heilkräuter, etc. Aber hier war doch noch ein zweiter Dogo. Ich kann doch mal kurz eine Heilpflanze mampfen. Das macht jetzt nicht so viel aus. Kann ich ruhig ein bisschen verschwenden, so viel, wie wir davon noch kriegen. Genau, da ist nämlich noch ein Dogo. Stirb! So, ich glaube, damit haben wir erstmal alles. Perfekt. Schönes Tal, ich mag die Musik. Hübsch hier. Einfach hübsch. Noch habe ich auch noch gar nicht das Verlangen, die Renntaste hier zu drücken. Irgendwie möchte ich es gerade genießen noch am Anfang. Machen wir vielleicht später. Ich genieße das gerade sehr, sehr gerne. Na, dann machen wir uns mal auf den Weg zurück nach Kurinis. Gehen wir wieder auf den Hauptpfad. Hier nach links. Ich war kurz verwirrt. Und begrüßen dann gleich mal den Kavalorn. Ich mache mal vorne nochmal eine Heilpflanze, weil da vorne ist natürlich nochmal ein kleines Wölfchen. Komm her! Ich hau dich mit dem Knüppel! So, hier auch noch die Kräuter einsammeln. Und hier, ne, zur Orientierung, hier in dem Tal da unten waren wir gerade. Einfach vielleicht gucken ja auch ein paar neue Gothic-Spieler zu, die das Spiel so noch gar nicht kennen. Möchte natürlich auch ein bisschen was erklären, ein bisschen was zeigen. Hier hinten kriegen wir auch nochmal Feuerpfeil und einen Lederbeutel. Wie gesagt, öffne ich gleich. Und wir kriegen nochmal 25 Gold. Sehr schön. Und da vorne steht auch der liebe Kavalorn. Ich würde aber sagen, für die erste Folge reicht es hier erstmal. Das nächste Mal schauen wir uns an, wie es mit Kavalorn weitergeht und besuchen den ersten Bauernhof, der da vorne um die Ecke wartet. Wie immer danke ich euch fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Macht's gut.